Ja, hallo, herzlich willkommen hier an diesem schönen Wintermorgen. Ich bin Zerri und willkommen auf meinem Kanal. Heute bin ich auf der Traumschleife Hasenkammer unterwegs und wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. Ich werde auch nachher noch etwas Leckeres kochen. Seid einfach mal gespannt. Gott sei Dank ist hier noch alles gefroren. Da kommen wir auch trockenen Fußes hier voran. Hier geht es jetzt zum Forstweg durch den Wald. Ja, die Traumschleife Hasenkammer, die gehört zu den Saar-Hunsrück-Wegen und ist eine der schönsten Touren auch hier im Kreis Emmelshausen. Und wenn ihr mal hier seid, ist wirklich empfehlenswert. Hier gibt es mehrere Touren. Hier gibt es auch die Erbachklamm und die Beibachklamm, das ist auch ganz in der Nähe. Also es lohnt sich. Meine Welt so grau wie ein langer Regentag. All die Zeit fehlte ein Teil von mir, ich wusste nur nicht, was es war. All die Zeit war ich wie verloren in einer endlos dunklen Nacht. Ich sah zu den Sternen hoch, suchte, was mich glücklich macht. Doch dann warst du da und jetzt ist alles neu. Manchmal war mir richtig kalt, ich wusste nicht, woran es lag. All die Zeit kreiste ich auf meiner Bahn wie ein Stern im weiten All. Ich ahnte nichts von deiner Welt, die für mich im Dunkeln war. Ja, das hier sind wieder meine Pfade, so wie ich sie liebe. Hier muss man nur vorsichtig sein, das Laub ist sehr glatt und hier geht es direkt runter.
Ja, also hier seht ihr jetzt nochmal die Traumschleife Hasenkammer. Und ich bin jetzt hier von Herschwiesen aus. Hiervon bin ich jetzt hier rüber gegangen bis jetzt. Und hier ist jetzt mein Standort. Und der Weg führt mich dann hier noch weiter. Also es ist noch ein ganzes Stück zu gehen. Und hier ist noch eine Hütte. Da werde ich dann was kochen. Aber bis dahin ist es noch ein Stück. So, ich mache jetzt mal eine kleine Teepause hier und danach geht es weiter. Bisschen aufwärmen. Hier habe ich meinen Kocher aufgestellt und machen wir mal einen Tee. Etwas Spiritus. Habe ich übrigens auch zwei Videos drüber gemacht, wie man diesen Kocher selber bauen kann. Kann man mit Holz oder mit dem Spiritusbrenner befeuern. Ja, ich habe mir jetzt mal ein anderes Plätzchen gesucht, wo ich den Kocher hinstelle. Das war mir ein bisschen zu wackelig. Ja, und hier so Löffel, die kann man sich auch zwischendurch selbst schnitzen. Ist eine super Sache, ein bisschen am Feuer sitzen und schnitzen. So, ich lege jetzt mal die Tatonga-Pfanne drauf als Deckel. Dann wird es auch schneller heiß. Und dann schiebe ich mir mal einen Müsli-Riegel rein. Ich habe heute noch nichts gefrühstückt und wir haben schon nach 1 Uhr. Ich habe jetzt mal die Mütze ausgezogen. So langsam kommt die Mittagssonne raus. Ich zeige euch jetzt mal, wo ich hier bin. Ich mache mal so einen kleinen Rundschwenk. Hier hinter mir ist noch ein Jägerstuhl. Seht ihr? Und da hinten, also hier die Gegend ist wirklich herrlich, muss ich sagen. Und von hier hinten, wo der Baum quer über den Weg liegt, daher komme ich. Und da muss ich gleich ein Stück zurückgehen und dann geht die Traumschleife weiter. Also wie gesagt, wenn ihr mal hier in der Gegend seid, ich kann es nur empfehlen. So, und hier hinten, da kocht mein Tee. Den lasse ich mir gleich schmecken. So, der Tee ist jetzt fertig. Den werde ich mir jetzt schmecken lassen und dann geht's weiter. Prost. So, bin jetzt wieder hier aus dem Wald draußen. Ich gehe jetzt hier so einen Forstweg entlang. Ich muss jetzt mal ein bisschen Strecke noch machen, weil ich heute Morgen ein bisschen
getrendelt habe. Jetzt haben wir noch eine Teepause gemacht. Ich melde mich dann nachher nochmal. Ich muss jetzt mal gucken, wie weit es noch bis zu der Hütte ist. Und da mache ich dann eine längere Pause noch. Da wird richtig was gekocht. Ja, was will man mehr? Die Sonne scheint. Morgen ist Silvester. Übrigens, ich wünsche euch auch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit und schöne Touren fürs neue Jahr und alles, was ihr euch so vorgenommen habt, dass er doch alles so in Erfüllung geht. Und vor allen Dingen Gesundheit. Das ist am wichtigsten. So, und jetzt geht's wieder hoch. Aber hier die Landschaft ist wirklich herrlich. Dann gehen wir mal weiter. Haben wir uns nachher auch ein schönes Essen verdient. Ja, jetzt geht's hier so ein Zickzack-Pätschchen hoch. So, hier merkt man jetzt, dass wir ins Tal kommen. Da kommt doch keine Sonne hin. Und hier ist mal alles sehr stark gefroren. Das war alles weiß hier. Was ist denn das? Ein Waldgeist. Sieht so aus.
lecker Schinken. Ja, wie gesagt, ich esse jetzt hier noch fertig. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Zari Survival.